Ach, guten Morgen, liebe Freunde. Und zurück im Medieval Dynasty. Dubidi-du. Wunderschön. Ja, wir haben in der letzten Folge alles vorbereitet, um jetzt endlich mal unseren ersten Dorfbewohner hier an die Angel ziehen zu können. Müssen aber auch noch Füchse jagen für die Quest. Und auch noch ein bisschen was kochen. Und das machen wir jetzt erstmal. Ich bedanke mich schon mal. Wieso? Fürs Einschalten und hoffe, du hast Spaß bei der Folge. So, let's go. Müsste auch mal gucken eigentlich, was ich jetzt im Frühling anbauen kann. Ne? Ich bin so blöd. Aber jetzt mache ich erstmal einen Cut, bis wir fertig sind. So, das Fleisch ist gebraten. What do we want mehr? Was zu trinken, oh yeah. Dann geht mal her. So, lass uns doch mal gucken. Hat hier die Samen drin? Hier ist noch eine Feder drin. Im Frühling gesät. Guck mal, 5 Zwiebelsamen haben wir noch. Das haben wir noch. Durch die hölzerne Hacke. Warte mal, die brauche ich gar nicht. Ich habe ja eine steinerne Hacke. Ach, Fackel macht er an. Hör mal. So, die machen wir weg. Die machen wir da rein. Nehmen wir da raus und das nehmen wir raus und davon nehmen wir das so. Das sollte ich dann doch schon eben noch machen, denke ich. Da bist du. Komm mal auf die 6. Habe ich jetzt Karotten dafür gekriegt? Ah, nein! Habe ich jetzt meine Karotten kaputt gemacht? Oh Gott, nicht doof. Tja. So, dann gucken wir mal die 7. Und ich möchte gerne die Zwiebeln aussehen. Zack. Ach Mist. Dann die Tasche auch halt auf 8. Und da machen wir dann jetzt Düngerse rein. Hä? Oh, warte. Ne, doch. Hä? Verstehe ich gerade nicht. Wieso kann ich... Kann ich hier denn? Ist das buggy? Ist das buggy? Oder was? Ah, das wird mich jetzt so ankotzen. Dann kann ich ja gar nicht anpflanzen. Hä? Weil er den Dünger nicht als Fertilizer erkennt oder was? Warte mal. Dann gehen wir jetzt doch einmal ins Dorf. Das ist gerade irgendwie... Ich versuch's nochmal einfach, wie ich es gerade gemacht habe. Aber ich glaube, funktioniert nicht. Ne. Hallo. Lol. Einfach weil er das als... Ich check's nicht. Dann gehen wir halt mal zum Düngermenschen und kaufen uns ein bisschen Fertilizer. Und dann gucken wir gleich noch, ob wir unseren ersten Jäger rekrutiert kriegen. Mit viel Glück. Mit viel Glück. So. Du bist ganz okay im Jagen. Hey, hast du einen Moment Zeit? Oh, Zustimmung plus 0. Okay. Zustimmung plus 0. Gerede gehört. Zustimmung minus 5. Ja, super. Er hat nicht genug Zustimmung. Hey, hast du einen Moment Zeit? Ich hoffe, es ist die... Oh, ja, toll. Jetzt hätte ich Lust, dich mehr anzuschließen. Zustimmung 70. Also... Bertha. Hast du einen Moment Zeit?
Die hat schon 70, warte mal. Ich würde die gerne anschließen, aber ich brauche zuerst ein Haus dort. Komm zu mir zurück, wenn du dort einen Platz für mich hast. LOL! Jetzt dein Ernst? Freunde, ich werde gleich verrückt, ey. Das heißt, wir müssen, wohl oder übel, ich würde sagen, die Bahn erstmal abreißen. Ach, Kotze, wieso kann die denn nicht bei mir einziehen, die Alte? Alter. Wisst ihr was? Ich habe gesehen, bei. Ach nee, warte mal. Wisst ihr was? Wir laufen jetzt zum Düngerklüngel, Kerl. Alter Falter, ey. Und dann habe ich gesehen, dass in Denika Quests zu machen sind. Und die machen wir dann einfach. Oh Mann, ey. So, wie mir, was hast du mir für einen scheiß Dünger verkauft hier? Der wird gar nicht erkannt, Alter. Geh mal weg, Kuh. So, zeig mir deine Ware, du Eierkopf. So, da ist Fertilizer. Guck mal. Ich will dir meinen Dünger verkaufen. Weil du ein Halsabschneider bist. So, und dann will ich dafür. Was kostet mich dann? 230, ne? Alles, was ich habe. Machen wir mal erstmal nur 100. Ich werde jetzt gehen, auf Wiedersehen. Arsch. So, was habe ich jetzt noch an Samen hier? Ein Kohlsamen und vier Zwiebelsamen. Jarogniva, was? Wo bist du? Ach, im Haus. Lol. Warst du das mit den Samen? Bin mir gerade nicht sicher, ich glaube nicht. Zeig mal deine Ware. Ne. Hau rein. Du warst es nicht, dann war es doch hier. Adelina war es, genau. Adelina, meine Kleine. Hallo. Zeig mir deine Ware. So, ich hätte gerne mehr davon. Und zwar 10 Stück. Kann ich dir gerade irgendwas verkaufen? Kauf mal das alles. Und die Stöcker kannst du auch kaufen. Dann haben wir wenigstens wieder ein bisschen Geld. Ich werde jetzt gehen. Auf Wiedersehen. So, jetzt ab nach Hause. Das Feld ausbauen und fertilisieren und dies und das. Dann ab nach Denika und die Quest erledigen. Den Marsch nach Denika werde ich entweder beschleunigen oder cutten. Mal gucken. So. Du sollst Zwiebeln aussehen und du sollst fertilisieren. Man macht das so. So. Zwiebeln. Ach. Das war ja so, stimmt. Zack und zack. Hey. So. Hey. Ey. So, jetzt haben wir da schon mal ein paar Zwiebeln. Und jetzt machen wir mal Landwirtschaft, Feld. So. Jetzt heißt es Hacke, Hacke, Peter. Machen hier alles sauber. Anstrengen, Alter. Aber wir werden gleich auf jeden Fall noch unseren Marsch nach Denika antreten. Das verspreche ich. Vielleicht sollte der gute Brilloron aber vorher noch ein hartes Essen. Komm, weißt du was? Brillo, harte Arbeit, die macht hungrig. Und dann hier kriegst du noch ein bisschen von dem fast vergammelten gebratenen Fleisch. Und ein bisschen von dem frischen. Ah, guck mal, dem geht's gut, dem Jungen. So, Fertilizer. Dann gib ihm. Ich habe gar nicht genug Fertilizer, ne? Oh Gott, Brille, ey.
Auf jeden Fall ist der Fertilizer jetzt um einiges teurer anscheinend. Ich weiß nicht, warum er das den Dünger nicht erkannt hat, nur weil es auf Deutsch da stand oder weil es ein neues Item ist. Hätten sie ja meiner Meinung nach ruhig anpassen können, aber Mimimi auf großem Niveau, bla bla bla. Ach ja, Hacke. So, Hacke Peter. Zack, zack, zack. Zack. Oh, neues Level Landwirtschaft. Easy. Sehr gut. Ich weiß nicht, was mit der Geschichte von Unighost los ist. Ich frage mich schon so langsam, ob ich nicht neu starten muss, weil. Ja. Landwirtschaftliches Wissen machen wir erstmal. So. Es ist halt irgendwie doof. Ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Weil ich glaube, dadurch wird meine Dings gesteigert. Meine Anzahl an Gebäuden, die ich haben darf. Entweder dadurch oder durch die Alven-Quest und dann müssen wir jetzt eh bis zum Sommer warten. Ich habe halt nicht gewusst, beziehungsweise ich glaube, die Quest war noch gar nicht da, als ich meinen ersten Frühling hatte, beziehungsweise meine ersten Schritte hier gegangen bin. Ja gut, das hätten wir. Ja, wird schon passen. Gut. Können wir jetzt erstmal ins Lager für die Nahrung bringen, die Samen und das ganze Gedöns. Brauchen wir jetzt nicht mehr auf Tesch. So. Zwiebelsamen. Die Tasche und die einfache Tasche. So. Alles klar. Wie schwer sind wir? Relativ leicht. Warte mal, ich glaube, ich hatte noch Rundholz auf Tasche. Das machen wir auch noch schnell weg. So, easy. Dann würde ich sagen, ich laufe jetzt erstmal nach Denika. Wo sind meine Pfeile eigentlich? Die wollte ich noch ausrüsten. So. Jetzt haben wir nämlich einiges an Pfeile. Können wir mal ein bisschen rausrotzen. Das wird jetzt einiges dauern, bis wir in Denika sind. Ich würde sagen. Ich cutte einfach mal, es sei denn, es passiert irgendwas Interessantes. Du, 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 du. Lauf, ihr dürft leben. Puh, kleiner Schluck trinken für unterwegs. Weiter geht's. Na, ihr Schweine? Wollt ihr euch trauen? Zap, 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 oh. So geht das, Leute. Ah, ich glaube, von hier brauche ich auch nicht mehr cutten. Oh, entschuldigt für die Nebengeräusche, weil wir sind fast bei Denika. Holen wir uns hier noch. Oh, unser Speer ist kaputt, schade. Habe ich eigentlich keine Speere mehr jetzt? Lol. Speere sollten wir schon dabei haben. Da einer ist da noch. Nice. Ehrenspeer. Können ja auch noch ein bisschen Kraut sammeln unterwegs, weil das können wir dann gleich direkt einfach weiterverkaufen. Oh! Lass mich veräsern. Zu Tode erschreckte Sau. Eigentlich wollte ich das Johanniskraut. Und da ganz viel von. Am liebsten. Können wir das jetzt gleich auch verticken einfach. Man muss ja nicht nur Steine sammeln, man kann ja alles Mögliche sammeln, um Geld zu machen. Kräuter bieten sich halt an, weil die schön leicht sind. So, da können wir noch ein paar abgrasen. Können wir gleich, weißt du, wüsste, können wir von unserem Weg noch ein bisschen Geld machen. Zack. Noch ein, zwei Wildschweinchen gejagt und so, easy peasy. So wollen wir das. So, angekommen in Denika. Gehen wir erstmal direkt straight zum Händler. Stauen wir unseren Bogen. Was ist in diesem Dorf nicht in Ordnung? Hier steht irgendwie alle ineinander, wisst ihr das?
schon irgendwie creepy. Nicht nur irgendwie. Guck mal, Flachshalm brauchte ich doch für irgendwas. Aber egal, ich verkaufe jetzt erstmal nur. Das verkaufe ich. Davon verkaufe ich alle. Kräuter bringen halt auch echt gut Geld, das stimmt schon. Ja, das passt erstmal. Hau rein. So, wer hat hier ein Quest? Ist es der gute Dagobert? Oder wer ist es? Gundolf. Nee, Ladies first. Kann ich dir bei etwas helfen? Ich bin durstig, aber mir fehlt die Hauptzutat für mein Lieblingsgetränk. Beeren. Wärst du so nett und suchst welche für mich? Es gibt keine Beeren, die sind noch nicht reif. Dann mache ich die erstmal noch nicht. Ich kann die hoffentlich im Sommer dann immer noch annehmen. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Kann ich dir bei irgendwas helfen? Hey, junger Mann, ich brauche deine Hilfe. Ich bin ein älterer Mensch und kann keine Werkzeuge herstellen. Möchtest du mir bitte eine Axt bringen? Und ich werde nicht vergessen, dich dafür zu belohnen. Klar, mache ich, Bro. Zack. Mein Freund, ich baue dir eine Axt. Die ist sehr schön. Achso, lol. Dass man das hier extra aussuchen muss. Achso, ich... Okay. Ich brauche noch eine Axt. Lol. Alles klar, er braucht also ein paar Äxte. Warum sagt er das denn nicht gleich, der Horst? Mann, Mann, Mann. Alles musst du den Jungs aus der Nase ziehen hier. So und so. Und dann bauen wir halt noch eine Axt, immer. Ist ja kein Problem. Aber wir brauchen bestimmt selber nachher auch eine. Deswegen werden Steine eigentlich echt nice kurz zu suchen. Ganz schnell. Wiggidifax. Hier sind echt nicht viele, ne? Aber hier oben werden doch wohl Steine sein. Hallo? Hallo? Stein. Stein. Eine Spitzhacke haben wir noch nicht. Wäre halt auch nice, ne? Wir könnten einfach mal mit einer Spitzhacke los. Und Steine abhacken, statt die mühselig auf dem Boden zu sammeln. Reicht das jetzt für noch eine Axt? Ja, aber wir haben keine Stöcker. Moment, das ist ja auch kein Ding. Stock. Stock, Stock und noch ein Stock. So, jetzt aber. Ehre. Ich komme, Gundolf. Nun wart auf mich. Ich bringe dir, was du begehrst, mein Freund. Oh yeah. Auf dass du glücklich wirst damit. Und zugibst, dass ich die besten Rhymes bin. Nicht Spaß. Hier ist deine Axt, Bro, deine Äxte. Eierkopf. Ist hier noch eine Quest oder waren das wirklich beide? Das ist natürlich ein bisschen blöd jetzt. Deine Zustimmung ist auch nicht so toll, ne? Hast du einen Moment Zeit? Schönes Wetter, ne? Hast du einen Moment Zeit? Nice, Ehre. Tomi, was bist du denn für einer? Ist auch gar nicht so schlecht. Ist im Moment Zeit? Ich hoffe, es geht dir gut. Jawohl. Harder Job. Plus 2. Okay, alles klar. Nice. So, jetzt wollen wir doch mal da vorne gucken, ob wir nicht doch ein paar Bären da rauskriegen. Und dann geben wir der guten Dame die Bären und dann passt das. Bären. Müssen nämlich einige Bären wachsen? Bin ich gerade einfach zu blöd. Sieht nicht so aus, ne? Da ist halt auch die übelste Fläche da hinten. Schon geil. Ja. Nö. Bären habe ich nicht. Tut mir leid für dich. Lalalala. Haben wir dafür eigentlich Reputation gekriegt? Bisschen, ja. So, irgendwas. Was haben wir denn hier bei Technologie Neues?
Taverne, Schmiede haben wir noch nicht, nee. Hä? Ach, hierbei hatten wir, glaube ich, irgendwas Neues gekriegt, ne? Naja. Guck mal hier, Überlebensskill noch unterwegs gelevelt, gar nicht dran gedacht. Überlebenskünstler. Ich glaube, ich nehme nochmal Athlet. Ich kann ein bisschen schneller laufen. Jetzt geht es nämlich ab nach Hause. Ich hoffe ja immer noch, hier irgendwo einen Fuchs zu finden. Weil ich muss noch zwei jagen. Das wäre halt noch die nächste Mission, ne? Bisschen gruselig hier im Wald. Oh, guck mal hier, Bären. Aber unreife Bären sind das nur. Ich denke nicht, dass die gute Frau unreife Bären haben will. Da sind Rehe. Aber hier sind manchmal dann noch Füchse. Und dann, guck mal, ist das ein Fuchs? Da ist einer. Oh, komm, den holen wir uns noch. Kommt mal klar, Tiere. Mir wurde es gesagt, anschleichen. Scheiße. Haben wir ihn getroffen? Jawohl, Ehre. Den nehmen wir aus. Nice. Boah, der Arme hat voll den Pfeil im Bauch. Ist hier zufällig noch irgendwo einer? Dann hätten wir nämlich die Quest fertig. Ein Fuchs noch. 100 Dynastie-Reputation. Ich sollte auch auf Quest verfolgen gehen. Unighost haben wir ja nichts. Alvins Geschichte müssen wir auf Sommer warten. Also, Quest verfolgen. Fuchsi Fuchs. Dann ist eine Sau. Ah, es scheint. Sieht nicht so aus wie Fuchs. Großgebiet. Rehe ohne Ende. Naja, gib mir nicht um Keks. Da ist einer. Jawohl. Oh. Oh, Alter. Hab ich mich erschrocken. Ich glaube, die Pfeile sammelt er automatisch auf, wenn man das Tier häutet. Huh. Heidewitzka, ey. Freunde, ich sag's euch. Mein Herz hat sich gerade richtig erschrocken. So, jetzt gucken wir mal kurz. Ja, wir sind fast auf dem Heimweg. Wir sollen jetzt ein Feld platzieren. Ja, super. Und eine Scheune bauen. Ey, was stellen die sich denn vor? Soll ich das Holzfällerlager wieder abreißen oder was? Egal, wir platzieren naja das Feld. Gucken, ob wir das noch schaffen. Ich cutte mal, bis wir zu Hause sind. Ich denke nicht, dass da unbedingt irgendwas Interessantes passieren wird jetzt auf dem Running Way. Falls doch, schneide ich es natürlich für euch rein, ganz klar. Erstmal einen Schluck trinken. Lalala. Unsere Holzfällerhütte. Yeah. Wie geil. Aber wir können ja mal gucken bei Journal, da müsste ja eigentlich Belohnung beistehen. Stand der Entwicklung Farm. 12 Gebäude. Ah! Ha. Also jetzt ein Dingens.
ein Feld noch bestellen. Und dann läuft das. Das ist unsere Jägerhütte, ne? Jo. Geil, ey. Guck mal, dann können wir jetzt das Haus, das Feld bestellen. Müssen wir die Hasenfalle leer machen. Zacke die Knack. Die Vogelfalle auch. Ehre. Können wir noch eine neue bauen? Sonst baue ich jetzt gleich keine. Ich habe keinen Bock, jetzt zwei Steine zu suchen. Ah. Doch, da liegt auch schon einer. Komm, einer noch. Und noch einer. Hehe. So, Vogel. Falle. Aufgestellt. Zack. Oh, irre. Dann können wir jetzt noch ein so ein puppeliges Feld. Das machen wir eins mal ein mal eins. Oder vielleicht kann ich auch. Ne, eins abreißen kann ich nicht, weil auf allem was drauf ist. Ist natürlich Ehre. In Haft. Geil, dann machen wir jetzt trotzdem eben schnell noch. So. La 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 la. Vielleicht kann ich das ja sogar wieder abreißen. Ja, Ehre. Guck. So, jetzt jagt dir 10 Stück. Jagd Wolf 3 Stück, Jagd Wiesent und Jagd Bär. Okay. Ja, ich würde sagen, das war es erstmal mit der Folge. Jetzt haben wir aber wirklich alles vorbereitet, beziehungsweise ich werde heute Nacht noch ein paar Bäume fällen, dass ihr das nicht mitbekommt. Und dann können wir in der nächsten Folge das zweite Haus für unsere Siedlung bauen, dass wir einen neuen Siedler haben, bla bla bla, hast du nicht gesehen. Und dann ist auch alles richtig geil. So, mehr brauche ich nicht sagen, außer dass ihr die geilsten seid und ich mich mega über ein Feedback oder irgendwas von euch freuen würde. Ja, bleibt so geil, wie ihr seid. Haut rein, euer Brille.